Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einem weiteren Video zu Battlefield 1 und Battlefield 5. Dieses ist das erste Battlefield 1 Video, das ich auf diesem Kanal bringe, beziehungsweise überhaupt jemals aufgenommen habe. Und ja, im Endeffekt geht es darum, dass ich jetzt einfach mal so eine Art Vergleich ziehen wollte. So Atmosphäre von Battlefield 1 im Vergleich zu Battlefield 5, das Gunplay, das Waffenbalancing, die Grafik und alles, was dazu gehört, die Sounds und so weiter. Und generell das Movement und so, es gibt so viele Dinge, die da reinspielen, meiner Meinung nach. Und ich finde, es wurde so oft auch auf Reddit und auf anderen Plattformen wie Twitter und so weiter immer wieder so verglichen, Battlefield 5 und Battlefield 1, was ist da jetzt überhaupt besser? Und ja, da möchte ich meine Meinung zu kundgeben und so ein bisschen mal darüber reden, wie ich das Ganze so sehe. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, die Atmosphäre in Battlefield 1 war immer der Knackpunkt. Und das wird auch für mich immer so bleiben wahrscheinlich, es sei denn, das nächste Battlefield haut mich aus den Latschen. Oder uns, wenn es dann Next Gen sein wird. Aber hier seht ihr auch schon so dieser Nebel, diese Texturen, das Dunkle, dieses Düstere. Das ist einfach irgendwie richtig krass. Und natürlich kann man das jetzt nicht mit Salomoneninseln so richtig vergleichen, weil es ist ja im Endeffekt eine Pacific Map, die dann halt nicht ganz so aussehen würde. Wobei ich mich dann auch wieder frage, wenn es tatsächlich mal so einen düstereren Tag oder ein bisschen Regen geben würde auf den Salomonen, ob das nicht vielleicht sogar tatsächlich genauso aussehen würde. Wer weiß das schon? Keine Ahnung. Nichtsdestotrotz, die Sounds im Hintergrund sind zum Beispiel auch nochmal so ein Punkt, wo ich mir so denke, heftig. Also, wenn man mit der Bar schießt und auch dieses, weiß ich nicht, so die ganze Atmosphäre, die Bar, die Sounds so im Hintergrund, das hört sich alles irgendwie so richtig danach an, als wäre man auf einem Schlachtfeld, als wäre das so richtig irgendwie Krieg. Und ich weiß an der Stelle, wir waren selber alle nie im Krieg, deswegen kann man das gar nicht beurteilen so wirklich, ob man das jetzt irgendwie, ob das jetzt so authentisch ist oder nicht. Aber ich persönlich muss sagen, das Feeling, das in World War 1 rübergebracht wird hier in Battlefield 1, funktioniert auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Und ich finde, das fehlt so ein bisschen in Battlefield 5. Wir sehen jetzt hier die Szene, als ich hier auf Vernichtung gespielt habe mit der M1 Garand. Das Gunplay wiederum von Battlefield 5, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen besser. Es ist ein bisschen schneller, es ist reaktionsfreudiger und es ist irgendwie so ein bisschen mehr auf das Kompetitive gedrillt, finde ich. Also dadurch, dass es alles ein bisschen schneller geht, man hat schnelleres Movement, kann schneller aimen, das Waffenfeeling ist nochmal irgendwie ein anderes und die Time to Kill ist natürlich auch eine ganz andere, darüber brauchen wir ja gar nicht sprechen. Das ist ja immer so ein leidiges Thema gewesen in diesem Game. Aber ich habe halt gemerkt, in Battlefield 1 ist es viel schwieriger, jemanden zu erledigen, weil er halt auch noch die Möglichkeit hat zu reagieren, in Deckung zu gehen und so weiter. Das hat man in Battlefield 5 auch teilweise. Meiner Meinung nach aber auch erst seitdem die Time to Kill jetzt so ist, wie sie ist. Also früher auch immer dieses Hin und Her. Natürlich gab es das da auch schon. Nur ich finde, aktuell ist es auch wieder so ein bisschen so, wie jetzt zum Beispiel, könnt ihr gerade sehen, ich konnte trotzdem, konnte ich mich noch hinlegen und in Deckung gehen. Und jetzt sneak ich oder peek ich halt so ein bisschen über die Wall und sehe dann so, wie der da liegt und dachte mir so, bupp, gebe ich ihm mal so einen Headshot und nehme den mal mit so, ne? Und das ist halt geil. Also ich finde, mittlerweile ist das so im Vergleich zu Battlefield 1 relativ ähnlich, kann man sagen. Also das ist zumindest meine Meinung. Allerdings ist das Reviven beispielsweise auch wieder was ganz anderes, denn in Battlefield 1 nimmt man die Spritze raus, macht einmal zack in den Körper vom toten Teammate und zack ist er wieder auf den Beinen. Hier ist es so, du hast eine Wiederbelebungsanimation und so weiter. Also was ich halt interessant finde, ist, auf der einen Seite versuchen sie Battlefield 5 schneller zu machen als Battlefield 1. Auf der anderen Seite haben sie aber auch irgendwie versucht, das Ganze ein wenig mehr in diese Realismus-Schiene zu bringen, indem die halt sagen, ja, es gibt jetzt eine Revive-Animation. Und ich finde, das ist so ein bisschen paradox, weil das passt halt nicht zum schnellen Gameplay dann in dem Moment so. Man wird dann halt einfach abgeknallt, wenn man irgendwo reviven will oder wiederbeleben will, wenn da halt viel zu viel los ist. Und das ist halt bei Battlefield 1 anders. Einmal Spritze, zack, ist er wiederbelebt. Reportet mich bitte an der Stelle tatsächlich nicht fürs Hacken. Ich habe mir halt gedacht so, okay, da ist eine Rauchgranate, ich baller jetzt einfach mal da so ein bisschen rein, vielleicht kommt da ja einer. Und es war einfach Glück, dass er dann da tatsächlich vorbeigekommen ist. Normalerweise spiele ich fair. Bezüglich des Weapon Balancings muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich Battlefield 1 besser. Es ist mehr gebalanced. Battlefield 5, da reicht es ja einfach nur zu sagen, ein Sanitäter hat eine Suomi und eine Typ 2A und eine Thompson mit, ja okay, es ist keine richtige Thompson, aber die M19 halt, M1919 oder so, mit Schnellfeuer und auf Durchbruch on Point zu spielen, ist das halt meiner Meinung nach viel zu stark im Vergleich zu anderen Klassen. Deswegen wünsche ich mir fürs nächste Battlefield, dass es tatsächlich mal von Anfang an läuft, ne? Von Anfang an eine richtige Time to Kill, die auch nicht mehr geändert wird und ein Weapon Balancing, dass sich darauf der Fokus legt. Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Dann kommen wir noch zur Grafik. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Grafik ist auch meiner Meinung nach bei Battlefield 1 viel, viel besser. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also
Ich habe auch gesehen bei ArtStation, das ist eine Internetseite, da gibt es teilweise Artisten, die für Battlefield 1, warum ich die Granate da übrigens gar nicht wegschmeißen konnte, verstehe ich nicht, die ist irgendwo gegen abgeprallt, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da Artisten oder Artists, Concept Artists, die zum Beispiel für Battlefield 1 und für Battlefield 5 die Arbeit gemacht haben für die Maps, die Waffen und so weiter. Und ich verstehe halt nicht, warum das jetzt hier irgendwie anders aussieht oder nicht so gut. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber kann auch sein, dass es bei Battlefield 1 einfach so ein bisschen daran liegt, dass auf Distanz so die Grafik so ein klein bisschen verwaschen ist und dass es deshalb irgendwie ein bisschen besser aussieht. Aber es sieht halt, ihr seht es hier im Gameplay, es sieht irgendwie viel fotorealistischer aus. Keine Ahnung warum. Wie seht ihr das, Freunde? Findet ihr Battlefield 1 sieht besser aus oder Battlefield 5? Schreibt mir das an der Stelle bitte gerne mal in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Vor allen Dingen auch, würdet ihr gerne in Zukunft mal öfter Battlefield 1 Videos sehen wollen auf dem Kanal? Ein bisschen mehr Gameplay, irgendwie Tipps, Guides oder irgendwas? Ich werde mir da auf jeden Fall was überlegen können. Aber ihr seht es auch hier wieder. Die Atmosphäre, es ist einfach so geil gemacht. Stellt euch mal vor, wir hätten die Sowjets mit Stalingrad oder irgendwie Kursk oder irgendwas in der Richtung. Wie geil das einfach gewesen wäre, noch für Battlefield 5. Überall sind Soldaten, die irgendwie schreien, die sagen irgendwas, die rufen dir irgendwas zu und überall explodiert's und es ist einfach so unfassbar. Das Soundsystem in Battlefield 1, ne? Das ist auch wieder etwas, was ich über Battlefield 5 stellen würde. Persönlich. Es ist halt einfach alles meine Meinung so in dem Sinne. Und ja, auch hier wieder, gerne in die Kommentare, was ihr das, genau, man kann es allumfassender machen. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, welche Punkte ihr an Battlefield 5 besser findet und welche ihr an Battlefield 1 besser findet. Ich persönlich sage für Battlefield 5, wie gesagt, das Gunplay, das Spielermovement. Gab es noch irgendwas? Mir fällt jetzt gerade nicht mehr wirklich viel dazu ein, ehrlich gesagt. Ja, so Gunplay und Spielermovement, muss ich ganz ehrlich sagen. 3D-Spotting ist auch ziemlich nice gewesen in Battlefield 1, 5. Und ja, in Battlefield 1 halt, wie gesagt, das Soundsystem, die Grafik, die Atmosphäre und die Authentizität, würde ich jetzt so behaupten. Wenn die das alles so übernommen hätten und einfach daraus ein Battlefield 5 gemacht hätten, wäre es echt geil geworden. Auch End of Round mit der Musik, super geil. Kartenabstimmung, auch super geil. Fehlt auch in Battlefield 5. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns wie immer auf dem Schlachtfeld. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao.